Und zurück zu einer neuen Folge Red Dead Redemption 2. So, wir werden heute Hauptstory weitermachen. Und ich habe es auch schon markiert auf der Karte. Das ist hier unten. Javier Escuela. Da werden wir jetzt mal hinreiten. Und ich werde aber einen Wegpunkt hier setzen, weil hier überall Kopfgeld ist. Da muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich da nicht reingerate. Nicht, dass ich hier gleich abkratze oder so. Das heißt, wir werden hier an dem Fluss entlang reiten. Und dann schauen wir mal, ob wir da reinkommen und auch überleben. So, ich mache mal das Bildmachgerät an, Leute. Und dann würde ich sagen, go. Schauen wir, wie es weitergeht mit der Hauptstory. Nur hier in dem Fluss, weiß ich nicht warum. Ah, da sehen wir schon wieder irgendwelche Kräuter, die werden wir uns gleich mal nehmen. Ackerminze. Die sieht man wirklich schlecht. Als sieht man so, wenn man jetzt reiten tut, sieht man die fast gar nicht. Okay, jetzt haben wir wieder ein bisschen was. Können wir hier noch was nehmen? Nee. Okay. Dann würde ich sagen, weiter. Weiter geht's. Und ich bin echt mal gespannt, ob im Laufe des Spiels, ob wir irgendwann ein anderes Lager bekommen oder ob wir woanders hinziehen. Da bin ich auch echt gespannt. Oder ob wir immer hier auf diesem Punkt bleiben. Wäre cool, wenn wir da irgendwie mal so ein Lager kriegen, wenn wir so ein Haus aufbauen könnten oder so, dass wir ein richtiges Haus hätten. Und nicht hier so ein komisches Zelt. Was macht ihr denn? Die haben auch schon wieder irgendwas gesnackt. Okay. Scheiße, hätte ich gleich nehmen können. Gabelbock, okay. Hier immer aufpassen. Jetzt sind sie auf einmal blöd kommen hier. Ruhig bleiben, ruhig, ruhig. Können wir denn hier? Jetzt muss ich noch mal schauen, Leute. Ich habe doch hier irgendwo. Ah, genau, den wollte ich mal nehmen. Hat er den jetzt? Ja, hat er.
ist der Zug. Okay. Also was mir hier in dem Spiel auffällt, ist wirklich, dass es extrem langsam ist. Also, wer hier ein schnelles Let's Play erwartet, oder wo man hier schnelle Action oder rasante Action hat, das ist hier in dem Game nicht. Hier ist wirklich, wie soll ich sagen, alles ziemlich träge, aber es ist halt dem Realismus geschuldet, denke ich. Was ich jetzt mal machen will, ich will jetzt mal in das Haus da reingehen. Schauen wir hier in die Häuser reingehen kann. Ernsthaft? Kann ich das Schloss wegschießen? Nee, kann ich nicht. Das wäre so cool gewesen, wenn man das Schloss wegschießen könnte. Und wenn man dann in die Häuser komplett reingehen könnte. Nee, hier kann man gar nichts machen. Nur in das Scheißhaus da, oder was es ist? Ein Plumpsklo? Keine Ahnung. Okay, hier kann man rein. Gibt's hier was außer Klopapier? Untersuchen? Oh, da ist Geld drin. Schmuckbeutel. Gewehrmunition. Ah, den haben wir schon. Ich glaube, da oben müssten wir hin. Hier haben wir Kopfgeld. Und die irgendwo hochkommen. Kann ich auch schon wieder nicht schnell laufen. Ah, da liegen sie. Okay. How many? A lot. Uniforms everywhere. You see Sean? No. I don't think so. Damn it. Where's Trelawney? Who knows? Die ersten werden die letzten sein. Trelawney's off trying to find out.
Has anyone been in the Blackwater, see how things lie? Place is crawling with Pinkertons, bounty hunters, pictures of Dutch and Hosea. We got a lot of money sitting in that town. And that's where it's gonna remain for now. Why haven't they hanged Sean, I wonder? I think he's bait. Well, they want to trial him publicly. Gentlemen, Sean is being moved up the Upper Montana, then to a federal prison out west. Damn. Well, we can't be rescuing people from some federal prison. We either rescue him now or cut him loose. We're not cutting anyone loose. Of course not. Ike Skelding's boys are moving him to a camp nearby before handing him over to the government. So, I guess we need to stop them before they get to camp. Charles, why don't you head up on the north side, and then we'll head up on the other side of the valley and meet you. That way we have them in either direction. Javier, Josiah, come on. Let's go see. Okay. You know, Arthur, the government, or people whom the government like, seem to be very angry. Sure. Well, we'll rescue Sean and then we'll get ourselves lost. Good okay, and proper. It's a richtig. Big country. I hope so. Finde das Boot. Let's head up river and find this boat. Keep your eyes open for Pinkertons. They got patrols out all over this area. Yes, south of the river, West Elizabeth isn't a very welcoming place right now. It's definitely as bad as we feared in there, Arthur. I keep hearing about this woman, Heidi McCourt. Some young mother, they're saying, Dutch murdered on the boat. There, look. I think that's our boat. All right, gentlemen. Follow me. Okay, das ist Boot. We'll follow them. Nice and easy. Let's make sure it's him first before you go starting another war. You think they can see us? If they can, we're just... three fellas out on the trail. Jetzt machen wir meine Maske auf. We'll be fine. So, you've been gone for a while. Much as I love dodging the law and sleeping in the dirt with you derelicts, I do have other business to attend to. What happened in New York? You know how life is. Never a straight road anywhere. Especially with you. Nice to know I'm missed, though. Have you run out of people to rob? Oh, we'll never run out of people to rob. Come on, let's keep them in sight. You all right, Javier? You're quiet. He hasn't stopped talking since we left you in Valentine. It's the longest ride of my life. Cute, dear boy. Very cute. Können wir irgendwo runter hier? Pick up the pace a bit. Ja, dann rette doch mal, Mitch. Apparently, there's a camp somewhere around here where the bounty hunters meet and transfer before continuing out west. I imagine that's where they're headed. Nein, was macht ihr denn hier? Der macht komplett alles alleine. Ich kann auch nicht schnell retten, Leute. Look, they're pulling into shore. Get your binoculars out. See what we're dealing with here. So who are these bounty hunters? I don't know too much about Ike Skelton's boys, but I hear they're a big crew, wild, built some reputation in the last year or two. That looks like Sean to me. Certainly kicking up enough of a fuss. Yep, that's definitely Sean. Oh, they're giving him a decent kicking. Well, you can only imagine the shit he's been giving them. Oh, yes. They're taking him up the canyon. There's Charles on the other side. Ah, okay. Let's go.
What about the other two down there? Sehen wir, wo das Ferngas jetzt so hochzieht. Follow me. If we can. Leave it to me, gentlemen. I'll go around and create a distraction. Then you two sneak across and do the dirty on them. Okay. Okay. So mach mal. Crouch down out of sight. Take out your knife. Wait. Okay, let's move down. Don't cross until he's got their attention. Wait here. He's still reeling them in. Gentlemen, excuse me. Dear brothers, my wife is taken ill. Gravely ill. What's the problem? It's dear Bessie. You take the one on the left. Where is she? Okay, come on. Stay low. I'm beside myself. If I lose Bessie, I lose everything. Oh, calm down, mister. I can't. I'm having a fit. God damn it, Arthur. Ich hab sie doch, oder? A pleasure as always, gentlemen. I think you have it from here. Ich würde schon gerne noch das Zeug looten.
ich brauche wieder Dead Eye. Was macht denn das hier? Ding mich eigentlich noch gut dabei. Das ist nicht schlecht, glaube ich. Zigarre. Come on, let's get up there. Der ist sauber. Jetzt über looten, Leute. Looten! Ganz ruhig bleiben. Waffenöl, sehr schön. Und hier ist noch einer. Immer schön looten und leveln. Ja, du will ich schon noch. Jetzt will ich es mir hier machen. Ich nehme Angst, wenn ich hier jetzt befreie, dass die gleiche Story weitergeht, dann kann ich die Leute nicht mehr looten. So, da oben waren noch zwei.
Weil einer, glaube ich, ist runtergefallen, aber einer müsste hier oben eigentlich noch sein. Oder ist auch runtergefallen, runtergeblepst. Geblepst. Okay. Anscheinend nicht mehr da, okay. Dann schauen wir jetzt aber im Lager noch mal kurz um. Ja. Gewehrmunition. Hey, someone cut this rope. My head's killing me. Premium-Zigaretten, du kannst nicht mehr tragen. Muss ich eine rauchen? Schauen wir mal, wo sind denn die Premium-Zigaretten hier? Runter. Are you gonna get me down from here? 1 von 12 Bildern gefunden. Ich muss die anscheinend rauchen, damit ich die Bilder finde. Aber mit Dead Evil voll. Aber dafür geht meine Ausdauer runter. Zigaretten, also Ding normale. Oh, wir müssen unbedingt. Dann war auch nicht mehr viel. Schon gelötet. Okay, dann befreien wir mal. Die dürfte eigentlich nichts mehr sein jetzt. Arthur! You know, you're a lot less ugly from that other angle, Arthur. Come on. Do we get a hug, Arthur? A warm embrace for a lost brother now found. You know, nothing means more to me than this gang, the bond we share. It's the most real thing to me. I would kill for it, I would happily die for it. But in spite of all of that, I would have easily left you here to rot if Charles hadn't stopped me. I don't believe a word of that, Arthur. Get him out of here. You're a great man, Arthur Morgan. The kind of young whippersnapper can really admire. Oh, shut up. Right, we should split up. Javier, will you escort Mr. McGuire back to camp? Charles, best you ride separately. Be careful. There's patrols everywhere. What about you? I'm gonna see what's worth taking here. I'll meet you back there as soon as I can. All right. So, okay. Okay, come on. Have I got stories for you? Yeah, I can't wait. I imagine y'all miss me a lot. But fear not, the joy is back in your lives now. Jetzt habe ich mir im Lager aber schon umgeschaut. Aber im Haus war ich noch nicht drin. Wäre die nicht schon gelootet überhaupt? Hause kann man ja nicht sagen. Wenn er nicht reinkommt. Glaube, gibt es nur ein Stück und sowas sein? Schnaps oder sowas? Oh. Just
Geld da, Schmied. Du willst mich verarschen, Mensch. War ein bisschen zu viel auf einmal. Ich hab keinen Hut. Okay, wo müssen wir jetzt hin, Leute? Ich weiß es nicht. Karte. Ah, wir müssen zurück. Hä? Hier ist kein Lager mehr. Was ist da los? Wo reiten wir jetzt lang? Okay. Warte mal, da ist noch... was ist da noch? Karte? Da war noch ein Fragezeichen. Fremde Person. Müssen wir da nochmal hin jetzt? Nicht rüber oder was? Oh, wir sind komplett falsch. Mit Angst, dass sie gleich wieder irgendwelche komischen Typen kommen. Oh dear, I don't have it. Hello, mister. Oh. Hello. Quite a day, isn't it? Sure. Cardio for amateurs. What? Our country. I'm working on a project. Photography. Yeah, I guess that bit. Of course. Wildlife. That's my thing. Well, that's what I want to be my thing. If I have to take another picture of a grumpy housefrau or pompous middle-class burger, I will feed myself to the lions. Stand here. Here? Just... there. Albert Mason. Arthur Morgan. Pleasure. I am trying to find and capture images of our great predators before our greatest predators kill them all and stick them on some clubhouse wall. Good luck with that. Yes. Not the easiest. But, well, I love a challenge. The trick is to leave a big load of meat and relax and pray they don't mistake me for lunch. Oh! Good heavens! My bag! That thing is robbing me! Oh, good heavens! Don't worry. That thing is a coyote. Sneaky one, too. Wildlife photographer.
Wo ist die scheiß Tasche? Hä? Habe ich die jetzt schon oder was? Ah, der hat die fallen lassen oder was? Ach, da ist die Tasche. Okay. This is what I'd call a robbery gone wrong, Coyote. Drei Schüsse, der gebraucht, der Coyote. Well, well. Got your bag. Oh, thank you. Thank you, sir. Bag full of meat will tend to bring out the worst in the local population. You are a gentleman. The bag also had a lot of my supplies. You've saved me days. I'm can't thank you enough. I'm thank you. Don't worry about it. You take care, sir. I ain't the one trying to get myself eaten. I realize I am a fool. Forgive me. And thank you very much once again. Ist ja gar nicht mein Pferd, oder? Nee. Wo ist mein Pferd, Mitch? So Leute, ich würde sagen, wir machen an der Stelle einen Cut, weil ich werde jetzt ins Lager zurückreiten. Und ja, das ist bestimmt jetzt nicht so spannend, sage ich mal. Das dauert auch wieder ein paar Minuten. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder einschaltet, dran bleibt, mich ein bisschen supportet und. Gut Leute, jetzt genug gesabbelt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao, euer Andi.